ein bisschen Salz. Und dann würde ich sagen, guck mal einfach mal hier runter. Zack, 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 hier kommen mal ein bisschen das Eisen mitgenommen. Sinn, es fallen die ersten mal runter. Nee, nächste Session auf jeden Fall anderes Programm. Das wird ja nichts. Der kommt ja überhaupt nicht klar. Völlig sinnlos hier runter. Deinen komischen Gneis, dann kannst du da ja sonst wohin tackern. Wahnsinn. War mir fast klar. Hier durchtauchen und dann einfach mal gucken, wo wir rauskommen. Zack, zack. Jetzt haben wir hier so. Nehmen wir mal den antiken Atlas zur Hand, wo wir jetzt eigentlich überhaupt sind. Wir sind am Anfang von der Wüste. Gut. Autsch. Bisschen auf den Treibsand aufpassen.
schauen, wo wir hier lang wollen. Aber die Wüste schon wieder auf. Bisschen Ödland. Ach, da haben wir noch eine kleine Höhle. Marmorpflasterstein. Seltsames Zeug. Das ist nicht der Marble, den ich sonst verwende. Nicht der geschisselte. Weil der, den wir für die World benutzen, der hat kein. Der bildet keine Pflastersteine. Kannst nur nachts schlafen, ja, das ist ja schön. Dann kann ich von mir aus nur nachts schlafen. Das soll mich jetzt auch nicht stören. So, wir gucken einfach mal weiter. Was sagt der Atlas? Sehr interessant. Gerade von der Map gefallen. Getrocknete Erde. Wir sind in einem Ödlandbiom. In einem Ödlandbiom. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil
Ja, und da gleich mal direkt ein bisschen totes Holz mitnehmen. Aus Dekorationsgründen. Ich weiß, das klingt ziemlich absurd, aber mit totem Holz kann man auch einiges bauen, wie ich das mitbekommen habe. Und dann machen wir uns das halt einfach. Ach, Verzeihung, dann machen wir uns das halt einfach mal. Mal wieder ein bisschen Plunder hier rein. Zack, zack, zack. Mal gehen würde. So, naja, wollen wir uns nicht weiter drüber ärgern. Auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt ein totes Biom gefunden. Naja, gut, dann lass uns erstmal, nehmen wir erstmal kurz, bevor ich hier 10.000 Versuche starte, um irgendeinen Scheiß von dem Baum runterzukloppen, der am Ende sowieso nicht funktioniert, legen wir uns halt erstmal hin. Genauso hat das zu sein, das hat man, da hat man dran zu schlagen, dann hat das runterzufallen und keine weiteren Zicken hier. So, dann können wir erstmal in die Richtung weiterziehen. Schauen wir uns mal das Ödland ein bisschen an. Das sieht nicht so gesund aus. Das Wasser, ich würde mich da jetzt nicht unbedingt baden gehen wollen. Interessieren würde mich nur mal, wer auf die Idee kommt, hier
Ist auch kein Widerstand. Die kannst du, also die trockene Erde, die kannst du hier instant. Und in diesen komischen Gebilden ist auch nichts. Plausibel. Sehr seltsam. Vor allem, dass das so. Sich ja noch einfacher wegkloppen als also der hat ja gar keinen Widerstand. Getrocknete Erde, ja. Hier, kannst du einfach zerpflügen. Das ist mal ein bisschen größeres. Aber da ist auch nichts dazwischen. Diese Säulen stellt irgendwie nichts dar. Sich noch ein bisschen Kohle versteckt. Das grüne Wasser. So. Da gucken wir mal hier hoch und dann in die Richtung so. Erstmal mal. Zwei Hamburger. Schon wesentlich höhere Zufriedenheit. Gehen wir mal hier lang. Zack. Und so. So, wir haben. Der Chisel Marble, jawohl. Da ist er wieder. Das ist der Marble, den wir brauchen. Das ist aber der richtige. Zack, zack, zack.